Einen wunderschönen guten Morgen am 3.3.2021. Oh, 3x3, ne? 3, 3, 2, 1, 3x3 Ja, haben wir wunderschön. heute zu deinem Tagesorakel und Tagesthema. Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass du da bist. Das Tagesthema, da wird es heute um die Matrix gehen und ob die Seele ein Programm ist oder nicht. Also was die Seele dann tatsächlich ist, das wirst du heute erfahren. Danach gibt es das Tagesorakel und ganz zum Schluss werden wir miteinander beten. Aber zuerst kommt jetzt das Intro. Haben wir heute eine Engelszahl? Wenn wir ja alle im Programm sind und die Seele im Programm ist, ist die 333 ja auch wieder im Programm. Ne? Somit passt das wieder mit dem Thema. Die Matrix. Wir hören immer alle von der Matrix, die uns umgibt. Und es gibt ja auch den Film Die Matrix oder die Trilogie Die Matrix, die uns zeigt, dass eigentlich alles ein geschriebenes Programm ist, was um uns herum geschieht. Und wir ja dann eigentlich logischerweise auch. Dann wäre ja unsere Seele ja auch nur ein geschriebenes Programm. Und wenn jemand hier, wenn diese künstliche Intelligenz, die diesen. Wie dieses Programm geschrieben hat, dann auf Löschen geglückt, ist unsere Seele gelöscht, oder? Genau, nach dieser Logik müsste es so sein. Genau. Die Matrix ist aber auch nur eine Illusion. Ja, viele Ja. Menschen denken tatsächlich, diese Matrix existiert, aber die Matrix soll uns zwar vom wahren Bewusstsein wieder ablenken und vom wahren Sein wieder wegbringen. Wir alle sind, wenn man so will, das ist eine schöne Formulierung einer spirituellen Kollegin, die man immer wieder sehr schön hören kann, denn wir sind aus Sternenstaub. Und ich finde das so schön, diese Idee, ne? Das Ja. leuchtet. So ist unsere Seele leuchtet, unsere Seele ist von Gott, von unserem Schöpfer aus Sternenstaub gemacht, geformt worden und in einen physischen Körper geschaffen worden. Es gibt diese Programme und es sind Programme der Illusion, die um uns herum tatsächlich ablaufen. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Matrix jetzt durchbrechen. Und wie wir das tun, das ist im Prinzip ist es einfach. Wir müssen nur wieder zu unserem Bewusstsein finden, zu Gott finden und erkennen, wer wir wirklich sind. Genau, weil wir sind bedingungslos liebende Seelen in einem menschlichen Körper und der Weg zu Gott zeigt uns den Weg aus dieser Matrix heraus, weil es gibt keine höhere Schwingung, als sich Gott zuzuwenden. Genau, dann sind wir eins mit den Engeln, dann sind wir eins mit dem Drumherum und eins mit uns. Dann sind wir auch vollkommen glücklich. Das ist der große Punkt. Und das heißt, wir dürfen auch ruhig mal was tun, was nicht gerade dem Programm entspricht, sozusagen. Alles das, was du gerade im Außen präsentiert bekommst, entspricht ja dem Programm. Und die Engel raten uns eigentlich gerade das Gegenteil zu tun, um diesem Programm zu entlaufen, zu entweichen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber gar nicht ganz so kompliziert. Wenn du genauer wissen möchtest, wie man das macht, wie man aus dem Programm ausbricht, dann empfehle ich dir, dich zur spirituellen Gemeinschaft anzumelden. Oben bei der Infobox oder unten im Beschreibungstext findest du den Link und dann einfach dich anmelden. Und da können wir natürlich noch viel mehr in die Tiefe auch dieses Themas gehen. Ne? Das auf jeden Fall. Da werden wir auch viele Energieübungen, Meditationen machen. Da gehen wir auch ins Coaching, weil das ist auch ein ganz großer Weg, weil im goldenen Zeitalter hat diese Matrix keinen Bestand mehr und wir dürfen diese Matrix heute schon verlassen. Genau, das können wir jetzt tun. Was sollten es tun? Wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit, wo das ganz wichtig ist, es zu tun. Wir dürfen nicht nur, es ist sogar ganz wichtig, damit deine Seele sich wieder entfalten kann. Und jetzt schauen wir mal, was das Tagesorakel für heute zu sagen hat. Wie immer mische ich die Nomo-Karten der goldenen Zeit und frage die Engel, was sie uns für den heutigen Tag mit auf den Weg geben möchten, was sie uns offenbaren möchten, was sie dir persönlich zu sagen haben. Und ja, wenn du diese Karten jetzt siehst, sind sie für dich persönlich. In dem Moment, wo du sie siehst, die Mäuse, die Sonne und die Störche. Ja, die Lebensfreude ist heute ein bisschen abgeschwächt. Wir kommen heute also nicht so recht aus dem Quark. Ne? Mäuse, Sonne, eigentlich ist die Sonne ja die Karte des höchsten Glücks, der großen Lebensfreude, der Entfaltung, der Wärme und all dem. Und das ist heute ein bisschen abgeschwächt. Sollte sich aber davon nicht abhalten lassen, trotzdem Schritte zur Veränderung und zur Transformation zu gehen, positive Veränderungen in deinem Leben zu vollziehen. Grundsätzlich eine sehr schöne Energie. Nur vielleicht geht heute einfach alles ein bisschen langsamer als sonst. Genau, diese Zeit, wir dürfen uns aber auch nehmen, wir dürfen uns von unserer Ungeduld verabschieden. Ungeduld verabschieden? Ja.
Machst du das heute auch? Ein Lieder, der sich von seiner Ungeduld verabschiedet, aber auch das sind meine Lernthemen. Da sind wir wieder bei der Matrix, ne? Die genau. Matrix hat das Programm der Ungeduld nämlich geschrieben, und wenn wir nur noch Licht sind und aus der Matrix rausgehen, dann gehen wir nämlich in das Göttliche, in die Geduld. Eben, weil Zeit ja auch eine Illusion ist. Genau, genau. Das ist ja unser irdisches Zeitproblem, unser Konzept von Zeit und Raum, was wir uns selber geschaffen haben. Genau. Kommunikation haben wir heute drin. Das heißt natürlich auch mit der Lebensfreude, geh nach draußen, geh in Spaß, geh in eine freudige Kommunikation. Das wird dir helfen, vergangene Aspekte zu heilen, sagt Erzengel Jeremiel. Mit dieser zweiten Karte nehme ich tatsächlich Vergangenes hinter dir zu lassen. Und wenn du eine Frau bist, vielleicht triffst du heute einen tollen Mann. Wenn du eine Single bist, dann hast du heute gute Gelegenheiten, Möglichkeiten, einen Mann zu treffen. Auch noch. Und der strahlt auch noch viel Wärme und Geborgenheit aus und so. Also da kann dann ein toller Mann in dein Leben heute kommen. Wenn du ein Single bist, dann solltest du dich heute mal ein bisschen um deinen Mann kümmern. Nee, nicht wenn du ein Single bist. Wenn du eine Partnerschaft bist. Ja, dann auch. Egal, um deinen Partner kümmern, um deinen Mann kümmern, wie auch immer. Auch das kann sehr wichtig sein heute. Also das heißt, heute darf der Mann mal im Vordergrund stehen. Das ist wahr. Heute darf der Mann mal verwöhnt werden. Heute ist der Mann mal ganz wichtig. Das gestehen wir den Männern jetzt einfach auch mal so. Und das dürfen wir dann auch leben. Auch noch. Also, ne? Also heute dreht es sich um die Männer. Also ihr Männer da draußen, fordert es ein, wenn die Frauen heute nicht artig sind. Genau. Ihr seid heute ausnahmsweise mal die Hauptpersonen. Wir sind da euch gerne dabei behilflich und heben euch jetzt wirklich mal auf euer Podest und lassen euch unsere Hauptperson sein. Und wenn du wirklich ein Mann bist, der das Orakel gerade hört, dann geht es natürlich heute darum, dass du gut für dich sorgst, dich gut um dich kümmerst und dir einfach mal dein männliches Recht heute klar und deutlich einforderst. Also mach. Genau, such deine Hauptperson. Leg die Füße hoch, du darfst dich heute entspannen. Genau, so ist es.